Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Sie im Namen des Deutschen Kulturfonds Östliches Europa zur Premiere der Buchvorstellung Nicht nur Bauhaus, Netzwerke der Moderne in Mitteleuropa, Not Just Bauhaus, Networks of Modernity in Central Europe auf unserem YouTube-Kanal begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Claudia Tutsch, ich bin Mitarbeiterin des Kulturforums. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit den beiden Herausgebern des Buches, Privatdozentin Dr. Beate Störtkuhl vom Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa und Professor Dr. Rafał Makower von der Universität Danzig entwickelt. Ich danke beiden für die konstruktive Zusammenarbeit. Die Buchbesprechung fand Corona-bedingt ohne Publikum in den Räumen des Kulturforums statt. Sie wurde von Vincent Schläger aufgezeichnet und für den YouTube-Kanal des Kulturforums bearbeitet. Dafür herzlichen Dank, Herr Schläger. Des Weiteren möchte ich mich bei meinen Kolleginnen, Frau Dr. Vera Schneider und Susanne Becker, für die Unterstützung bei der Vorbereitung bedanken. Im Jahr 2019 wurde das 100-jährige Jubiläum der Gründung des Bauhauses gefeiert, das noch immer als Synonym für die Moderne, besonders für die moderne Architektur, gilt. Allerdings war das Bauhaus nur eine von vielen Schulen für Architektur und modernes Design in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Auch nahm es von Anfang an verschiedene Strömungen und Stile, wie zum Beispiel die Style und den russischen Konstruktivismus, als Anregung auf. Seine hervorgehobene Bewertung, also der Mythos Bauhaus, beruhte unter anderem auf der publizistischen Tätigkeit seines Gründungsdirektors Walter Gropius. Dagegen gerieten die Leistungen anderer Architekten und Architektinnen, Künstler und Künstlerinnen der Moderne in der Zwischenkriegszeit, vor allem derjenigen in den Staaten des östlichen Europas, nicht zuletzt infolge des Kalten Krieges, in Vergessenheit. Das Buch, das in der heutigen YouTube-Premiere besprochen wird, will den Mythos Bauhaus relativieren und die vielfältigen Verflechtungen der Künstler und Künstlerinnen, Architekten und Architektinnen in Mitteleuropa in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wieder in das allgemeine Bewusstsein bringen. Die Beiträge basieren auf einer Tagung, die im Umfeld des Bauhausjubiläums im Januar 2019 im Schlesischen Museum zu Görlitz und im Architekturmuseum in Breslau zu diesem Thema stattfand. Organisiert wurde sie vom Institut für Kunstwissenschaft und Urbanistik der Technischen Universität Berlin, vom Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa sowie von den beiden genannten Museen. Das von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien geförderte Buchprojekt stellt die bisher wenig erforschte Architektur und Raumgestaltung der Moderne der Zwischenkriegszeit vor und untersucht deren Stellung innerhalb der Auseinandersetzung um das moderne Bauen und die internationale Avantgarde in Deutschland und in Ostmitteleuropa. Die Buchvorstellung wird von Professor Stabenow moderiert. In einem Gespräch mit den beiden Herausgebern wird anhand von verschiedenen Themen die Entwicklung der Moderne in Mitteleuropa und die Beziehung der Künstler und Künstlerinnen untereinander eingegangen. In den Staaten von Ostmitteleuropa, die nach dem Ersten Weltkrieg entstanden, galt Modernität als Teil des kulturpolitischen Selbstverständnisses, das auch in der Architektur und im Städtebau seinen Ausdruck fand. Gleichwohl bedeutete Modernität nicht zwangsläufig neues Bauen. Ein Thema werden auch die verschiedenen Kunstschulen und Akademien sein, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sowie die Netzwerke ihrer Absolventen zu Künstler und Künstlerinnen im östlichen Europa. Ein weiterer Aspekt ist dann auch die deutsch-polnische Konkurrenzsituation, zum Beispiel zwischen der alten Hansestadt Danzig und der neu entstandenen Hafenstadt Gdynia.
sowie zwischen dem deutschen und dem polnischen Teil Oberschlesiens. Sie können während der Premiere und auch danach im Chat Fragen an die beiden Herausgeber und auch an den Moderator stellen. Ich möchte Ihnen jetzt den Moderator des heutigen Abends vorstellen, Herrn Professor Dr. Jörg Stabenow. Herr Stabenow ist Professor für Kunstgeschichte am Kunsthistorischen Institut der Philipps-Universität in Marburg. Nach seiner Habilitation war er zunächst an den Universitäten Augsburg und Tübingen tätig, anschließend an der Bibliotheca Herziana in Rom. Es folgten Professuren an der Fachhochschule Dortmund, Fachbereich Architektur, und an der Bauhaus-Universität in Weimar, Fakultät für Architektur und Urbanistik. Ein Schwerpunkt seiner Forschungen ist die Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen interessanten und informativen Abend. Vielen Dank. Ja, als erstes möchte ich meine Gesprächspartnerin, meinen Gesprächspartner kurz vorstellen. Beate Störtkohl ist Kunsthistorikerin und Wissenschaftskoordinatorin am Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa in Oldenburg und zugleich auch Privatdozentin an der Karl von Ossietzky-Universität in Oldenburg. Ihre wissenschaftlichen Arbeitsschwerpunkte sind die Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts und außerdem die Wissenschaftsgeschichte, also Geschichte der Kunstgeschichte in Ostmitteleuropa. Unter ihren zahlreichen Publikationen nenne ich jetzt hier nur einen vor kurzem erschienenen Band, den sie 2019 mit Jerzy Ilkosch herausgegeben hat, Adolf Rading in Breslau, Neues Bauen in der Weimarer Republik, das ist sozusagen aus dem Kern ihres Kompetenzgebiets heraus entwickelt. Ja, und mir gegenüber sitzt Rafał Makała, Professor für Kunstgeschichte an der Universität Danzig, in den Jahren 2016 bis 2020 auch als Professor tätig Professor für Kunstgeschichte Ostmitteleuropas an der Technischen Universität Berlin. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Architektur des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Ich weise jetzt vor allem hin auf seine Dissertation zwischen Provinz und Metropole, Architektur in Stettin 1891 bis 1918. Sie beide haben dieses wunderbare Buch hier herausgegeben, das vor mir liegt, das schon beim Durchblättern Freude macht, Neugier macht auf die Beiträge, die darin enthalten sind. Wenn man dann ins Inhaltsverzeichnis hineinschaut, findet man eine Vielzahl von Autoren aus einer ebenso großen Vielzahl von Ländern, nicht nur europäische, es gibt sogar außereuropäische Autoren mit dabei. Also wirklich ein absolut internationales Buch. Und ich möchte Sie als erstes fragen, wie dieses Buch eigentlich entstanden ist. Der Titel heißt nicht nur Bauhaus, Netzwerke der Moderne in Mitteleuropa. Wie kam es zu diesem Buch? Soll ich anfangen? Er geht zurück auf eine Tagung, die wir im Januar 2019 gemeinsam veranstaltet haben. Also wir gemeinsam, eben Rafał Makała als Professor für Kunstgeschichte Ostmitteleuropas an der TU Berlin und ich eben hier im Bundesinstitut. 2019 war das große Bauhaus-Jubiläumsjahr und wir wollten zum Auftakt etwas beitragen, was in der deutschen Kunstgeschichtsschreibung eigentlich gar nicht im Fokus ist, nämlich einen Blick werfen nach Ostmitteleuropa, zu fragen nach Verflechtungen, nach Netzwerken der Moderne in den Staaten Ostmitteleuropas, in den nach 1918 zumeist neu gegründeten Staaten. Welche Akteure gibt es dort? Welche Zentren, welche Knotenpunkte in diesem Netzwerk gab es? Und wie sind die Zusammenhänge
untereinander, wie sind die Zusammenhänge nach Deutschland in die deutsche Architekturszene gewesen, was macht Holland, welche Akteure spielen noch eine Rolle, Le Corbusier ist so ein Name, Russland, UdSSR. Ja, das war sozusagen der Aufhänger, das Bauhausjahr zu bereichern durch einen Blick über die Grenzen hinaus und auch die Frage, die ja schon im Titel steht, nicht nur Bauhaus, also eben zu gucken, welche Rolle spielt eigentlich das Bauhaus in diesen Netzwerken? Es ist auch zu sagen, Bauhaus ist im Grunde genommen eine wichtige Erscheinung, aber ein Bestandteil eines Prozesses oder eher ein von vielen Faden. Denn Mitteleuropa, besonders in den 20er und 30er Jahren, ist ein Gefäß, in dem experimentiert wird. Und diese Experimentierensfreude und diese Vielfalt von Kunstexperimenten drückt sich eben darin aus, dass es viele Ideen, Strömungen, Gedanken gab, die mit Kunstwerken resultierten, die heute nicht so bekannt sind wie Bauhaus. Aber eigentlich Bauhaus Besonderheit ist Produkt dieser Experimentenfreude des Mitteleuropas zu dieser Zeit. Ja, das scheint mir ein sehr trickreiches Vorgehen zu sein, das Bauhaus-Jubiläum zu nehmen, um dann etwas zu machen, was das Bauhaus zwar durchaus noch beinhaltet, aber den Horizont doch wesentlich weiter spannt, einen Perspektivwechsel vornimmt, um aus erheblich größerer Distanz zurückzublicken auf das Bauhaus gewissermaßen, aber dabei gleichzeitig auch vieles andere zusätzlich mit in den Blick zu nehmen, was neben dem Bauhaus ähnlich wichtig war in der Zeit. Was gab es denn da so alles? Was waren denn jetzt diese Alternativen zum Bauhaus, die alternativen Wege der Moderne in Ostmitteleuropa? Das ist eine Frage, die eigentlich eine Antwort provoziert, die stundenlang dauern wird, weil diese Vielfalt ist eben heute zwar teilweise erforscht, aber nur teilweise und viele Zusammenhänge sind nicht ganz klar. Eher konnte man sagen, dass diese Kunst mit Spotlichter beleuchtet ist, also punktuell, und dass wir nicht alle Zusammenhänge wissen. Man könnte natürlich beliebige Sachen raussuchen. Ich habe zum Beispiel aufmerksam auf den Beitrag von Agnes Sebastian über Trash Forma, über eine Zeitschrift aus Ungarn. Aber auch die Tätigkeit von Władysław Strzemiński und Katarzyna Kobro, der zwei Riesen der mitteleuropäischen Avantgarde, dort auch positioniert ist, ist ein ganz wichtiges Thema. Ein wichtiges Thema ist die gewissermaßen Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Fassungen von Moderne, die versuchen, bestimmte Inhalte auszudrücken, besonders in den neuen entstandenen Staaten. Interessant ist natürlich auch die Auseinandersetzung mit dem Erbe des russischen Konstruktivismus bzw. der russischen Avantgarde, die auf verschiedene Art und Weise auf Mitteleuropa auswirkt, auch in der Zeit, in der sie nicht mehr in der Sowjetunion zugelassen wird. Habe ich wahrscheinlich nur eine Prise davon erwähnt, was erwähnt sein sollte. Ja, ich würde vielleicht auch innerhalb Deutschlands beginnen. Wir haben ja mit dem Beitrag von Alexandra Panzert, die derzeit ihre Dissertation über Kunstschulen in der Weimarer Republik schreibt, einen Beitrag, der sehr deutlich zeigt, wie sehr die verschiedenen Schulen, sei es jetzt in Frankfurt am Main, sei es eben am Bauhaus selber, sei es die Staatskunstschulen in Berlin, sei es eben die Kunstakademie in Breslau, zu der es einen eigenen Beitrag von Wladimir Schlapetta gibt. Diese beiden Autoren zeigen sehr deutlich, wie ähnlich die Ausbildungsziele und Methoden gewesen sind, wie viel das Bauhaus eben auch von früheren Schulen gelernt hat, also eben zum Beispiel von der Breslauer Akademie, und dass die Schulen sich auch gegenseitig immer beobachtet haben, ausgetauscht haben, aber eben auch in der Konkurrenz standen, auch was Aufträge anbelangt.
Also ein Phänomen, das, glaube ich, noch viel stärker in den Blick gerückt werden sollte, um eben auch diesen Werbeeffekt, den Gropius eben ganz geschickt dann von Amerika aus gestartet hat und eben dann in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts dann nochmal aufgewärmt hat mit seinen Publikationen und da mit Hans-Maria Winkler und im Bauhausarchiv eben auch wichtige Multiplikatoren gefunden hat. Das haben die anderen Schulen nicht in diesem Maße gehabt, die Breslauer Akademie, die 32 aufgelöst worden ist und dann eben in ihrem Erbe hinter dem sogenannten Eisernen Vorhang verschwand und erst ab den 90er Jahren so langsam wiederentdeckt worden ist. Also diese Relativität der Architekturgeschichtsschreibung oder überhaupt der Kunstgeschichtsschreibung, die von bestimmten Protagonisten geschrieben wird und die natürlich dann auch eigene Wahrnehmungen ganz stark in den Blick rücken. Ich glaube, das Bauhaus ist da ein Paradebeispiel dafür. Wilfried Nerdinger und Philipp Oswald haben das auch aufgearbeitet, gerade auch im Bauhaus ja wieder. Aber dennoch hat der Jubel eben über diese sehr wichtige Schule natürlich und Aushängeschild der Weimarer Republik jetzt im Nachhinein in der Rezeptionsgeschichte das doch wieder übertüncht. Und es ist sehr schwer, zum Beispiel den Studierenden dieses Diktum des Bauhausstils auszutreiben und eben den Begriff Neues Bauen, der ja in der Weimarer Republik auch dafür geprägt wurde, Neues Bauen, Neues Wohnen, neuer Mensch, an diese Stelle zu setzen. Also ich glaube, da ist noch sehr viel zu tun und sehr viel zu entdecken und eben solche Revisionen und Fragen eben an überkommene Geschichtsbilder sind immer noch fruchtbar und immer wieder fruchtbar. Und das haben wir eben mit unseren Autorinnen und Autoren versucht und das eben nicht nur aus einer deutschen Perspektive, sondern eben vor allen Dingen aus der Perspektive der neuen Staaten Ostmitteleuropas, um eben auch dieses Ostmitteleuropa, das eben traditionell auch in der deutschen Kunstgeschichtsschreibung oder in der westlichen Kunstgeschichtsschreibung immer so ein bisschen hinten runterfällt, auch aus sprachlichen Gründen, weil man die Literatur oft nicht rezipieren kann. Also diesen Teil Europas wollen wir eben stark machen, um zu zeigen, da hat sich viel getan und das hängt ganz eng zusammen. Also die tschechische Avantgarde, die tschechoslowakische Avantgarde mit Devecil und Karel Teige hat einen ganz großen Einfluss gehabt auf das frühe Bauhaus, auf die Wende hin zum neuen Bauen. Das sind Dinge, die zwar immer wieder geschrieben wurden und immer wieder in Vorträgen auftauchen, aber irgendwie dann doch nicht so wirklich in den Mainstream Eingang finden. Genau, das ist auch das Problem, dass die Mitteleuropa und beziehungsweise Ostmitteleuropa und Westeuropa andere Erfahrungen in der Zwischenkriegszeit gehabt haben. Westeuropa ist sozusagen nach wie vor dieselbe geblieben, dieselben Staaten. Aber für den ostmitteleuropäischen Bereich bedeutete der Erste Weltkrieg weitgehend Wiederentstehung beziehungsweise Neuentstehung für bestimmte Staaten. Und was man beobachten kann, das sind verschiedene Facetten der Modernisierung, Versuche, die neuen Staaten als moderne Staaten zu zeigen. Das ist, könnte man sagen, gewissermaßen auch solche Bestrebung, um zu zeigen, dass man an die Europa gehört, dass man der Europa gehört als Zivilisation. Also nach dem Motto, wir sind auch modern hier in Ostmitteleuropa. Das in Verbindung mit verschiedenen nationalen Ansprüchen brachte mit sich diese facettenreiche Moderne, die verschiedene Fassungen hat. Vielleicht staatlich-nationale Fassungen, aber sie haben natürlich viel gemeinsam. Beate hat es gerade gesagt über den Einfluss von Karel Teige und Devecil. Aber diese Frage könnte man eigentlich überall stellen, inwieweit diese Moderne Ostmitteleuropas überhaupt wahrgenommen und angesehen wurde und inwieweit wirkte sie überhaupt aus. Und das ist eine offene Frage, die
Wir versuchen vielleicht ein wenig zu thematisieren, nicht zu beantworten ganz, aber wir versuchen das überhaupt zu thematisieren, dass dieses Experimentenfeld Ostmitteleuropa brachte mit sich neue Werte, die sicherlich Auswirkung hatten. Frage ist natürlich, welche. Ja, das Buch handelt ja in sehr dichter Weise auch von den Netzwerken und von den Transmissionswegen, Transmissionsmechanismen, wie Ideen sich überhaupt in Europa verbreiteten. Die Schulen, von denen jetzt zuletzt die Rede gewesen ist, sind sicher ein wichtiges Medium der Informationsweitergabe und des Transfers. Wie sah das denn jetzt aus Sicht der Studierenden aus, die grenzüberschreitend sich bewegten, von einem Land ins andere gingen, um dort sich ausbilden zu lassen, etwas mitzubekommen, das dann wiederum zurückzunehmen nach Hause oder sogar an dritte Orte? Was für Bewegungen gab es da? Also für Polen kann man, glaube ich, ganz klar sagen, dass es eine große Tendenz gab, im Land zu studieren, nachdem das endlich ging. Polen war ja bis 1918 über 100 Jahre lang dreigeteilt zwischen den drei Imperien Russland, zaristisches Russland, Habsburger Monarchie und Preußen. Und die, außer in Lemberg, im heutigen Lviv, gab es keine Ausbildungsstätte für Architekturstudenten. Das heißt, dass die Architekten entweder nach St. Petersburg oder die Studierenden nach St. Petersburg gehen mussten oder eben an die deutschen, an die österreichischen technischen Universitäten, was per se schon mal ein Netzwerk entstehen hat lassen von Verbindungen, Lehrer-Schüler-Verbindungen, aber auch Kommilitonen-Verbindungen. Also das ist etwas, was die Generation, die vor dem Ersten Weltkrieg studiert hat, noch geprägt hat. Aber die jüngere Generation, die dann eben nach 1918, 19 an die technischen Hochschulen gegangen ist, hat sich doch sehr stark konzentriert auf Lemberg und Warschau, das 1917 wohlgemerkt unter der damaligen deutschen Besatzung in Warschau gegründet worden ist, weil man so die Polen durch kulturelle Zuckerl, sage ich jetzt mal, an Deutschland, an das Deutsche Reich binden wollte. Aber diese Technische Universität in Warschau wird eine sehr, sehr wichtige Ausbildungsstätte und die Warschauer Avantgarde-Architekten wie Simon Sirkus oder Bogdan Lachert, die eben auch international dann in diesen Netzwerken wie der SIAM, den Internationalen Kongressen für Architektur, aktiv waren, die sind aus der Warschauer Schule gekommen. Wenn wir uns das Bauhaus angucken, das ja immer so als die Internationalität seiner Schüler sich auf die Fahnen schreibt, dann kann man jetzt mit einem neuen Forschungsinstrument online ganz schön sich schlau machen, nämlich mit der Datenbank Verzeichnis ehemaliger Bauhausangehöriger, die vom Bauhausmuseum in Weimar eben online angeboten wird. Und wenn man sich da mal reinklickt, dann stellt man fest, dass ganz viele dieser Studierenden, die jetzt aus Rumänien oder aus Lettland oder aus Estland kommen, dass das gar keine wirklichen Esten oder Rumänen sind, sondern dass das sogenannte Auslanddeutsche waren, also Angehörige der deutschen Minderheit, die dann zum Studium nach Deutschland gegangen sind, eben in diesem Fall konkret ans Bauhaus, weil sie sich wahrscheinlich von dem Programm angezogen gefühlt haben. Also diese Internationalität muss man ein bisschen relativieren. Auf der anderen Seite ist es spannend zu sehen, dass echte, in Anführungszeichen, Esten oder Litauer gar nicht ans Bauhaus gehen wollten, sondern explizit zum Teil gewechselt haben an konventionelle Schulen, weil sie einen gültigen, renommierten Abschluss haben wollten, damit sie eben in ihren Ländern Karriere machen können. Also das sind spannende Phänomene, auf die zum Beispiel im Buch Mart Kalm und Giedre Jankiewicz-Ute hinweisen,
Die Litauer, die zum Beispiel die keine eigene technische Universität hatten, gehen also nicht ins benachbarte Polen, weil es eben zwischen Polen und Litauen nationale Konflikte, Streitigkeiten, territoriale Streitigkeiten gibt, sondern die Litauer gehen nach Deutschland an deutsche technische Hochschulen. Also auch unter diesem Aspekt der Studienwege, der Frage, wohin gehen die Studierenden, gibt es da ganz interessante Erkenntnisse, die, glaube ich, so bislang auch nicht wahrgenommen wurden oder zumindest nicht in dieser Komplexität dargestellt wurden, wie wir das eben anhand der Beiträge zu unserer Tagung damals in Bantern machen konnten. Es ist eine Community, es ist eine Gemeinschaft der Architekten, der künftigen Architekten auch. Und das müssen wir uns vorstellen, dass diese Gemeinschaft tief ihre Wurzeln im 19. Jahrhundert hat. Dieses Phänomen zu reisen und sich auf der Reise auszubilden, ist schon eine Tradition. Im russischen Zarenreich hat das sogar administrative Wurzeln, weil man sie weiter ausbilden müsste im Westen, um die Ausbildung vollständig zu haben. Aber interessant ist auch, dass diese Beweglichkeit, die durch den Ersten Weltkrieg gestört wurde, wieder aufgenommen wird. Und das, was Beate gesagt hatte, wir stoßen hier sofort auf nationale Konflikte. Litauer studieren in Polen nicht. Polen studieren selten in Deutschland. Und das ist ein Abdruck der Konflikte um die Grenzen, um die Grenzziehungen nach dem Ersten Weltkrieg, das sich hier abdrückt. Was sich aber hier noch abdrückt, das sind eben die Fragen der renommierten und neuen Kunstschulen. Bauhaus ist natürlich interessant gewesen, allerdings war das aber eine neue Hochschule. Sie stand weitgehend für die Osteuropäer hinter renommierten, alten, würdigen Lehranstalten wie Technische Universität in Berlin oder Karlsruhe oder eben Wien auch, wo nicht nur Leute aus dem ehemaligen Habsburger Land studiert haben, aber auch zum Beispiel Esten und Litauer, was eigentlich aus heutiger Perspektive nicht so selbstverständlich ist. Und diese Ausbildungsreisen, manchmal waren das kurze Semesteraufenthalte, manchmal war das ein reguläres Studium, führten dazu, dass diese jungen Architekten wirklich ein umfangreiches Wissen auch über die Neuigkeiten hatten. Das muss man auch betonen, wenn man auch in Bauhaus nicht studiert hat, sondern sagen wir eben in Dresden, bedeutet das weitgehend nicht, dass die Absolventen gar nicht wussten über Bauhaus und seine Ideen. Umgekehrt, wahrscheinlich hat man sich dafür für das alles interessiert, Entschuldigung, was im Lande, wo man studierte, so wichtig war. Aber es gibt noch ein anderes Faktor, nämlich die Zeitschriften. Die Architekturzeitschriften, die so massenhaft vor dem Ersten Weltkrieg, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstehen, und die werden abonniert. Auch wenn die Verluste in Bibliotheken in Ostmitteleuropa im Zweiten Weltkrieg erheblich gewesen sind, sehen wir bis heute ganze Bestände, ganze Jahrgänge von verschiedenen europäischen Architekturzeitschriften. Deutsche sind sehr reichlich präsent, aber gibt es auch französische, sogar skandinavische oder britische. Das Ostmitteleuropa hatte wirklich Interesse an dem Westen und das war, könnte man sagen, ein Traumziel. Die alten, würdigen Staaten des Westens, die man nachahmen kann, beziehungsweise des Westens, an dem man sich am besten anschließen würde. Und das ist auch ein Weg, über den verschiedene Neuigkeiten sich verbreitet hatten. Es ist natürlich sehr schlecht feststellbar. Entschuldigung. Wer was gelesen hatte, es gibt natürlich Berichte, es gibt Briefe, es gibt schriftliche Zeugnisse, dass es gemacht wurde. Und wir können schon annehmen, dass die Architekten, weil sie nichts anderes zur Verfügung hatten von Bildquellen, vor allem nichts anderes als die Zeitschriften, eben an die gegriffen haben. Das ist etwas, was wahrscheinlich noch tiefgehend erforscht sein muss, weil der Umfang der Rezeption dieser Zeitschriften ist nicht so besonders bekannt. Andererseits wissen wir eben viel auch über Reisen, über Dinge, die
Architekten, Architektinnen kennengelernt haben. Also es gibt über die weißen Hofsiedlungen natürlich nicht nur Berichte in englischen oder französischen Zeitschriften, sondern es gibt sie auch in tschechischen oder in polnischen Zeitschriften. Also der bereits genannte Szymon Cyrkus, der einer der wichtigsten Architekten, Avantgarde-Architekten in Warschau gewesen ist, hat lang und breit über die Weißenhof-Siedlung berichtet. Und er ist dann auch einer der Architekten, der in den Internationalen Kongressen für Architektur gemeinsam mit seiner Frau eine zentrale Rolle spielt. Also die SIAM, die in Las Arras gegründet wird. Die zweite Sitzung ist dann, oder der zweite Kongress findet dann in Frankfurt am Main statt. Ernst May mit seinen Lösungsvorschlägen zum sozialen Wohnungsbau lädt eben auch zu einem Kongress über das Existenzminimum ein. Und es werden auch von den Warschauern wichtige Beiträge eingereicht und ausgestellt. Man ist im Kontakt, und als die SIAM eben sich weiterentwickelt, sind die Ostmitteleuropäer voll dabei und gründen dann auch oder bilden dann auch eine eigene Gruppe, die SIAM Ost, über die Martin Kohlrausch ein eigenes Buch geschrieben hat und bei uns eben einen komprimierten Beitrag über die speziellen Interessensgebiete der SIAM Ost, die eben ganz stark zu Fragen den Gegensatz zwischen Stadt und Land aufzuheben, also das große Stadt-Land-Gefälle durch architektonische landschaftsplanerische Maßnahmen aufzuheben, um eben die Modernisierung in den Ländern voranzubringen. Also das war für die beteiligten ostmitteleuropäischen Ländern von Polen bis nach Ungarn, Rumänien, war das ein wichtiges Anliegen. Und man hat sich darüber ausgetauscht mit den Westeuropäern. Le Corbusier spielt da eine wichtige Rolle, genauso Gropius und Ernst May, die ja so ganz eng, alle drei ganz eng immer wieder korrespondieren, auch über den Bruch von 1933 hinaus und sogar noch in der Nachkriegszeit, also zwischen der Familie Cyrkus und Gropius, gibt es da auch nach 1945 noch Kontakte und Besuche. Also diese Verbindungen sind sehr, sehr eng, und da gibt es noch einiges aufzuarbeiten. Also ich würde mal sagen, in der polnischen Kunsthistoriografie gibt es gerade über Cyrkus eine ganze Reihe von Publikationen. Helena Cyrkus, die Sekretärin auch war der SIAM, Gesamt-SIAM, nicht nur SIAM Ost, hat ihre Memoiren geschrieben in den 70er Jahren. Das ist also auch ein Buch, das eigentlich von den westlichen Architekturhistorikern unbedingt rezipiert werden müsste, ist aber nur auf Polnisch erhalten, wo eben diese ganzen Verflechtungen, diese ganzen Diskussionen auch aus der Perspektive einer der Protagonistinnen beschrieben wird. Also das sind einfach wichtige Bausteine, wichtige Mosaiksteine einer gesamteuropäischen Architekturgeschichte der Moderne. Und wir versuchen eben in dem Band diese Steine auszulegen und möglichst viele Menschen dafür zu interessieren, die sich eben mit der Architektur der Moderne beschäftigen. Ja, ich denke, das ist in sehr überzeugender Weise auch gelungen. Also der Faktor der Internationalität ist jetzt ja schon recht deutlich geworden. Die Moderne als ein Phänomen, das international propagiert wird, sich selbst international verbreitet und gleichzeitig aber rezipiert wird in den nationalen Staaten. Auch das Thema ist schon angeklungen. Die einzelnen Staaten, die jeweils die Moderne auf eigene Art und Weise bei sich zu beheimaten versuchen und sie vielleicht auch teilweise zu verwandeln versuchen in etwas Eigenes. Wie verhalten sich Nationen und Internationales in der Architektur Moderne in Osteuropa? Es ist eine ganz interessante Frage, die auch in dem Band thematisiert wird. Dieser angesprochene hier schon Beitrag von Mart Kalm zeigt es zum Beispiel in einem Teil,
wie gut sich raffiniert Estland für die Olympiaspiele 1940, nicht stattgefundene Olympiaspiele, vorbereitet, indem man tatsächlich neue, moderne und doch sehr dekorative Architektur baut. Es ist ganz interessant, dass es beim staatlichen Aufgabeverteilung nicht um die Avantgarde pur sich handelt, nicht um ästhetische architektonische Zwecke, sondern eben um die Repräsentation, um sich vorzeigen als modernes Land. In Polen gibt es drei solche Schaufenster, neben Warschau ist es Katowice und Gdynia, natürlich diese nagelneu entstandene Stadt, Hafenstadt, die in kurzer Zeit zu einer 100.000 Leute großen Metropole groß gewachsen ist. Bebaut durch fast ausschließlich moderne Architektur, die jedoch nicht dem radikalen Expressionismus folgt. Da sieht man kaum Spuren von interessanten Experimenten von Le Corbusier oder Mielnikow. Da sieht man mehr den sogenannten Streamliner-Style, diese elegante Architektur, die bereits Richtung, wenn ich mal so sagen darf, Art Deco zusteuert. Also eine Moderne, die wirklich zum Vorschau gestellt wird. Dasselbe haben wir in Tschechoslowakei, wo das Dekorative, der berühmte und viel genutzte zu bestimmter Zeit Termin Rondokubismus, bestimmte dekorative und doch zugleich moderne Architektur bedeutet. Aber Tschechoslowakei ist mehr dein Thema, näher Schlesien. Ja, die Tschechoslowakei, die eben nach dieser kurzen rondokubistischen Phase radikal auf die Avantgarde setzt und sich eben als modernen, jungen Staat präsentiert. Also es gibt die Werkbundausstellung des Tschechischen Werkbunds in Brünn zum Beispiel mit einer Mustersiedlung eben nach dem Vorbild von Weißenhof, allerdings eben mit tschechischen Architekten. Auch das wieder ein Phänomen. Jeder kennt in Brünn die Villa Tugendhat von Erich Mendelssohn, von Mies van der Rohe, sorry. Aber kaum jemand weiß, dass ganz Brünn eigentlich eine moderne Stadt mit fantastischen Bauten des neuen Bauens ist, die sämtlich von tschechischen Architekten geschaffen wurden. Also diese Ausnahme Mies van der Rohe ist also tatsächlich die Ausnahme. Das ist die Tschechoslowakei. Polen ist nochmal ein bisschen anderer Fall. Polen ist diverser, würde ich sagen. In Polen haben wir es wirklich zu tun mit einer multiplen Moderne, wo eben so eine stark neoklassizistische Tendenz auch in den frühen 20er Jahren da ist, um die Ministeriumsbauten vor allen Dingen repräsentativ zu machen. Auf der anderen Seite gibt es eben diese beiden Städte Katowice und Gdynia, die tatsächlich also dann auch in der Konkurrenz unmittelbar an der Grenze zu Deutschland dann auch völlig auf das neue Bauen setzen. Mit dem schönen Phänomen, dass in Danzig auf der deutschen Seite, also Danzig gehörte nicht zum Deutschen Reich, sondern war eine unabhängige Stadt unter Aufsicht des Völkerbundes, aber mit einer sehr, sehr großen deutschen Bevölkerungsmehrheit, die eben auf diese deutsche hanseatische Tradition abgehoben hat mit einer sehr konservativen Architekturschule an der dortigen Technischen Hochschule, wo das neue Bauen völlig abgelehnt worden ist, wo man auch dem eigenen Stadtbaurat Martin Kiesling, der dann später im preußischen Leiter der preußischen Bauabteilung, zuständig für die gesamte staatliche Bauorganisation vor 1933 war. Also dieses auf der einen Seite Danzig als traditionsreiche deutsche Hansestadt und Gdynia das moderne polnische, der moderne polnische Hafen und in Katowice an der Grenze zum deutschen Oberschlesien mit Gleiwitz, Hindenburg und Beuthen passiert genau das Gegenteil. Also da bauen beide Seiten
modern und sie bauen gegeneinander an. Also das schönste Beispiel sind die beiden Museumsbauten, die dort entstehen, auf der einen Seite in Beuthen, auf der anderen Seite in Katowice, und man beäugt sich gegenseitig. Also in den Archivalien kann man herauslesen, wie genau die eine Seite über die andere Bescheid weiß, bis hin zu Finanzmitteln, wie viel wer zur Verfügung hat. Also eine sehr, sehr spannende Geschichte. Das Deutsche Museum ist dann 1931 fertig. Das Polnische wird erst ab 1936 gebaut, nach vielen Vorplanungen. Also das hat eine längere Geschichte. Der Museumsdirektor, der Architekt Karol Scheier, machen eine Studienreise durch ganz Europa, Westeuropa notabene, um sich neue Museumsbauten anzugucken. Und was herauskommt, ist ein ultramoderner Bau mit Glasfassaden, mit Galeriegeschossen, die in so einem Hochhausriegel untergebracht sind. Dort natürlich keine Glasfassaden aus konservatorischen Gründen. Mit Rolltreppen, also wirklich sehr, sehr fortschrittlich, geradezu revolutionär. Und was passiert kurz vor dem deutschen Einmarsch 1939, sollte der Bau fertig werden und dann Anfang 1940 eröffnet werden. Und das ist natürlich dann nicht mehr passiert. Und es ist der einzige Bau, der in Katowice abgerissen worden ist nach 1939. Also die Deutschen haben diesen ultramodernen Bau, dieses Symbol dieses polnischen Staates nicht ertragen wollen. Einer der Motoren war der Direktor des Museums in Beuthen, also der ewige Konkurrent sozusagen. Und dieser Bau ist abgetragen worden. Also es gibt nur noch Grundmauern in dem später nach dem Krieg errichteten Parteigebäude. Da gibt es noch ein paar Reste, aber der Bau ist wirklich zerstört worden. Also so eine Kraft kann die Architektur entwickeln, und in dieser Konkurrenzsituation zu solchen Hassausbrüchen, muss man eigentlich schon sagen, führen, dass man dann wirklich diesen Bau zerstört hat. Andersrum gab es Gebäude und ganze Landstriche, die in dieser Kriegssituation glatt übernommen wurden. Ich komme zurück an den Beispiel von Gdynia, wo es ähnliche Postkarten gibt aus der Vorkriegszeit und Nachkriegszeit und Kriegszeit, als Gdynia übernommen wurde und zu Gottenhafen umgenannt wurde. Was die Postkarten unterscheidet, sind vor allem Unterschriften in diversen Sprachen und Fahnen, die darüber wehen. Eigentlich diese internationale Moderne in mehr gemilderter Form war eigentlich leicht zu übernehmen und zu übernehmen zu eigenen Zwecken. Denn was wir schon gesagt haben, diese ganze Moderne spielt sich zwischen zwei polarisierten Werten, des Nationalen und des Internationalen, beziehungsweise des Avantgardistischen. Was Beate gerade gesagt hatte über dem Museum in Katowice, das war eben ein avantgardistisches Gebäude, nach wie vor, das akzeptiert wurde eben in diesem Kontext. Schlesien, Kern von Industrielandschaft in Polen, ein dichtes Land, ein hochentwickeltes Abschnitt Polens, wo Polen sich auch als ein vor allem modernes Land zeigen wollte. Des Klassizismus, die Bauten von Marian Nalewicz zum Beispiel, einem Petersburger Architekt, der später in Polen wirkte, zeigen das Gegenteilige eben des Klassizismus, was du vor kurzem genannt hast. Es gibt, um jetzt nochmal auf diese Vielfalt der Moderne oder die multiple Moderne, wie es eben nach dem soziologischen Konzept von Schmuel Eisenstadt jetzt immer mehr auch wieder genannt wird. Also diese multiple Moderne war für die Zeitgenossen offensichtlich überhaupt kein Widerspruch. Das ist auch wieder ein Konstrukt der Architekturgeschichte, die eben sehr, sehr lange immer nur diese Avantgarde, dieses neue Bauen eben sehen wollte. In unserem Band gibt es ein Plakat aus Polen, das 1936 auf der Architektur
Schau in Mailand gezeigt wurde, ein Poster, wo eben diese verschiedenen Bauten von eben super avantgardistisch bis hin eben so neoklassizistisch friedlich nebeneinander stehen und nicht ja, als Werbefenster, als Werbeplakat für Polen und seine Prosperität, Werbung durch Architektur für den neuen Staat. Ich glaube, auch da müssen wir uns verabschieden von dieser Einseitigkeit. Auch das ist keine neue Idee. Das wird spätestens seit Anfang der 90er Jahren, spätestens seit der Architektur-Triologie, der Ausstellungstriologie im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt eigentlich immer wieder aufgegriffen. Aber trotzdem übt eben dieses neue Bauen so eine Faszination aus bis heute, dass eigentlich immer wieder darauf rekurriert wird und die anderen Dinge so als andere Moderne versucht zu fassen werden oder konservative Moderne. Wie problematisch so eine Etikettierung ist, zeigt im Band unter anderem der Beitrag von Carsten Liesenberg über Heinrich Tessenow. Heinrich Tessenow, der ja als Architekturlehrer an der TU in Berlin sozusagen legendär ist, ähnlich wie Theodor Fischer etwas früher in München, der eben die beide Architekten ganz verschiedener Richtungen, ganz verschiedener Architektursprachen ausgebildet hat und die aber jeder für sich eben von diesem Tessenow respektive Fischer schwärmen. Also Tessenow, der oft eben auch als Traditionalist negativ etikettiert wurde, ist jemand, der für so eine große Freiheit eigentlich der Gestaltung stand, offensichtlich, der das seinen Schülern vermittelt hat, die dann mit ganz unterschiedlichen Wertschätzungen an ihre Aufgaben gegangen sind. Also auch hier, denke ich, kann man nicht oft genug wiederholen, dass man sich eben von dieser Eindeutigkeit der Moderne verabschieden sollte und so faszinierend eben diese Neuheit des neuen Bauens ist und deswegen auch dominiert in den zeitgenössischen Medien. Die Kontroversen entzünden sich ja alle an diesem Neuen. Die einen sagen, das ist jetzt der internationale Stil und das ist der Ausdruck der neuen Zeit und so müssen wir bauen. Und die anderen sagen, es ist undeutsch, es ist bolschewistisch, es ist jüdisch auch als Schimpfwort gemeint, dieses internationale Kosmopolite wird verfemt. Also die Kontroversen entzünden sich eben an diesem neuen, unerhörten, ungesehenen. Und das hat seine Auswirkungen bis heute. Aber es ist eben nur ein Teil dieser Moderne der Zwischenkriegszeit. Und das sollten wir eben auch immer wieder im Blick behalten. Die Kunstgeschichte hatte auch solche Probleme schon vor sich gehabt und hat sie verarbeitet. Ich greife nur ganz schnell zurück, ziemlich groß, auf das Problem der Renaissance, das von Vasari als ein ganz einheitliches Bild geschmieden wurde, von dem man sich auch stufenweise verabschieden musste. Jetzt wissen wir, was eigentlich des Renaissance im 15. 16. Jahrhundert in Italien zumindest, aber auch in ganz Europa gewesen ist. Und eben war das eine multiple Epoche, eine Zeit, in der Verschiedenes getestet wurde. In der Zwischenkriegszeit, zu Beginn des 20. Jahrhunderts überhaupt, passiert sich dasselbe viel intensiver und viel schneller natürlich, weil den Künstlern und den Auftraggebern neue Mittel zur Verfügung stehen. Aber im Prinzip handelt es sich eben um eine solche Zeit, in der viel geprobt wird, viele Werkzeuge geprobt werden, um das Neue auszudrücken. Und wahrscheinlich stehen wir jetzt vor dieser sehr reizvollen Phase der Forschung, in der mehr oder weniger die Kunstgeschichte der Moderne neu geschrieben sein sollte. Da gibt es noch einiges zu tun. Das sind große Arbeiten.
Jetzt sind auch ja, spannende Themen angeklungen, insofern ja auch unerfreuliche Themen, Konflikte, die über, auf dem Umweg über Architektur ausgetragen wurden, bis hin zu abgerissenen Neubauten, die noch nicht mal ganz fertig waren, aber schon wieder abgerissen wurden, weil sie als politische Symbole verstanden wurden, als nationale Symbole, die es zu bekämpfen galt. Also die Moderne kommt zwischen die Räder. Seit 1933 verstärkt dann im Zweiten Weltkrieg ab 1939. Sie wird zum Gegenstand des Konflikts. Und was passiert mit der Architektur in dieser Zeit? Was passiert mit den Architekten, die plötzlich in die Migration gedrängt werden, in die Emigration vertrieben werden, sich über die ganze Welt zerstreuen? Starke Auswirkung. Das ist im Prinzip eine Zeit, die dafür sorgte, dass die mitteleuropäische Avantgarde einen solchen großen Nachklang hatte. Das beginnt sich selbst mit Walter Gropius und seiner schließlich Amerika-Auswirkung, wo er Bauhaus berühmt macht. Aber je mehr sehen wir das an, desto mehr entdecken wir, dass die mitteleuropäische Künstler gezwungen, ihre Länder zu verlassen, ob bereits in der zweiten Hälfte der 30er Jahre, ob im Zweiten Weltkrieg, wandern weit, manchmal unglaublich weit, und bringen mit sich ihre Ideen und tragen sich dazu bei, dass ganze neue Architekturschulen entstehen. Darüber schrieb Zaffi Feinholz in unserem Band dieses sehr interessante Thema Haifa und überhaupt die neue Architektur des Staates Israel in Palästina, die eigentlich eben auf der mitteleuropäischen Erfahrungen der Architekten aufgebaut ist, weil sie aus dieser Gegend kommen. Aber auch da ist eben der Blick aus Deutschland und über Deutschland heraus wichtig. Für uns hier aus der deutschen Perspektive heraus ist immer 1933 die Zäsur. Da beginnt der Exodus. In Ostmitteleuropa ist es anders, denn bis 1939 gibt es eben nochmal eine Phase der Prosperity. Also ganz viele der schönsten, würde ich mal sagen, der luxuriösesten Wohnhäuser, Cafés, Restaurants, öffentlichen Bauten entsteht eben in einer Phase, wo in Deutschland eben nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten diese Entwicklung gekappt worden ist. Und in Polen zum Beispiel ist ab 1934, 35 nochmal so ein richtiger Schwung an Bauten entstanden. Also gerade auch diese Streamline-Dampferarchitektur in Gdynia ist ein Phänomen der späteren 30er Jahre. Also das läuft da noch weiter, was in Deutschland eben schon abgerissen ist. Auf der anderen Seite kann man feststellen, auch darüber schreibt Zaffir Feinholz, dass viele Architekten aus Ostmitteleuropa, also vor allem jüdischstämmige Architekten natürlich, schon in den 20er Jahren ausgewandert sind nach Palästina, um eben diesen neuen Staat mit aufzubauen. Es gab vor 3 Jahren, 2018, eine sehr, sehr spannende Ausstellung im Jüdischen Museum in Warschau, in Polin, wo Gdynia und Tel Aviv miteinander verbunden, verglichen worden sind. Also zwei Städte, die aus dem Nichts gebaut werden und wo eben dieses Konzept der Moderne, der Modernisierung eine sehr, sehr zentrale Rolle spielt. Und die Autorinnen und Autoren dieses Katalogbandes, den es auch auf Englisch gibt, zeigen eben sehr deutlich, wie schon in den frühen 20er Jahren Architekten aus Mitteleuropa, aus Osteuropa dort Fuß gefasst haben und eben dieses neue Tel Aviv, dieses neue Haifa gebaut haben. Die Architekten, die aus Deutschland dann nach 1933 dorthin gekommen sind, sind sozusagen dann schon die Nachhut, eine wichtige Nachhut, zum Beispiel Adolf Radin, der dann in der Stadtplanung in Haifa eine zentrale Rolle spielt, oder Ariel Sharon, der
Bauhaus-Schüler, der eben auch durch seine publizistischen Werke dazu beigetragen hat, dass auch da wieder diese Bedeutung des Bauhauses besonders herausgestellt wurde. Und Titel wie Bauhaus Tel Aviv und so weiter, jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema, nicht nur Bauhaus, zustande kamen, aber weder Tel Aviv noch Haifa sind beileibe nicht von Bauhäusern allein gebaut worden. Im Gegenteil, wir haben zum Beispiel auch weibliche Architekten wie Genia Averbuch, die mit ihrer Familie schon vor dem Ersten Weltkrieg ausgewandert ist als kleines Mädchen und dann zum Studium nach Rom und Brüssel geht. Oder wir haben Beispiele, die auch sowohl Zafir Feinholz als auch Christopher Long mit dem Umkreis der Losschüler zeigt, die sehr stark eben von anderen Schülern, von anderen Schulen, von anderen Lehrern geprägt sind. Also auf der einen Seite Adolf Loos aus Wien, auf der anderen Seite immer wieder auch Le Corbusier. Also das ist wirklich ein Schmelztiegel und dieser, ich sage jetzt mal auch wieder deutsche Blick, dass eben die deutschen Emigranten nach 1933 eben erst das neue Bauen über die Welt verteilt hätten, ist sehr einseitig. Also auch da muss man ganz stark diese ost-mitteleuropäischen Emigranten sich angucken. Nach 1939, nach dem Überfall auf Polen, gibt es natürlich wieder einen Exodus aus Polen zuerst, aber auch aus anderen ost-mitteleuropäischen Ländern, aus der Tschechoslowakei zum Beispiel. Und ja, auch da ist es so, dass viele Namen in der westlichen Architekturgeschichte gar nicht wahrgenommen werden. Also auch für mich zum Beispiel war ein polnischer Architekt eine große Entdeckung, Lucian Korngold, der in Sao Paulo unheimlich viel dazu beigetragen hat, dass es eine Stadt des neuen Bauens geworden ist. Also wir haben auch in dem Band eine Abbildung eines Hochhauses von ihm in Sao Paulo, das 4-5 Jahre früher entstanden ist als Mies van der Rohe's berühmtes Seagram Building in New York. Letzteres kennt fast jeder, den Korngold kennt fast keiner. Ein Warschauer Kollege hat eine Monografie über ihn geschrieben, ganz hervorragend, aber auch die wird eben nicht rezipiert, weil sie auf Polnisch erschienen ist. Also das sind solche Dinge, die man immer oder beziehungsweise die man nicht oft genug in Erinnerung oder ins Bewusstsein rufen kann, um eben einen breiteren Blick auch auf die Moderne im Exil, auch auf das neue Bauen global zu werfen. Es ist nicht Bauhaus global, sondern es ist neues Bauen aus Europa. Rund um die Welt. Ja, das klingt jetzt fast schon nach Schlusswort. Wir sind jetzt von Katowice über Tel Aviv und Haifa nach Sao Paulo gekommen, also von ziemlich weit weg. Wie kommen wir wieder zurück? Was bleibt als Fazit? Wie kann man diese Erfahrung resümieren? Man kann sie wahrscheinlich nicht resümieren, denn sie besteht aus einem Konglomerat an Desideraten, an noch zu füllenden Forschungslücken, an neuen Aufgaben und Fragestellungen. Wie geht es weiter? Also vor allem geht es weiter mit dem Begriff Multipler Moderne, was Beate gerade vor kurzem verwendet hatte. Das ist das, was aus diesem Buch gesehen wird, von diesem Buch gesehen wird, dass die Moderne eben eine Vielfalt ist, eine polyphonische Erscheinung, wo viele Töne gleichzeitig dafür sorgen, dass etwas Neues entsteht. Es ist auch kein Wunder, Europa musste sich neu ausdenken nach dem Ersten Weltkrieg. Und das ist Resultat, oder um den Ersten Weltkrieg auch. Und das ist Resultat, was wir sehen. Es ist auch so, dass diese Tagung und das Buch Bestandteil eines größeren Projektes sind. Wir haben das im Rahmen eines Projektes Bauhaus an der Ostsee angefangen, das an der Technischen Universität Berlin realisiert wurde, auch didaktisch, dank der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Und wir wollen natürlich es weiterentwickeln. Wir wollen vielleicht weitere Forschung auch inspirieren.
Denn was wir mit dem Buch eventuell machen, obwohl das wahrscheinlich zu groß geschrieben wird, dass wir öffnen ein bisschen Tür und zeigen, dass hinter dieser Tür nicht ein weiteres Zimmer, sondern eine ganze Landschaft existiert. Ja, dann bleibt mir nur den beiden Herausgebern herzlich zu danken für diese Einblicke und ja, gleichzeitig Ausdruck zu geben meiner Neugier auf die geöffneten Türen, auf die neuen Landschaften, die vielleicht auch noch schärfer gezeichnet werden, noch weiter beforscht werden, beackert werden durch weitere Forschung, neue Netzwerke, die zu gründen sind. Ich bin gespannt auf Neuigkeiten. Vielen herzlichen Dank, Raffau und Beate.